$13.13.80 kostet eine Feinunze Gold. Das ist 0,4% weniger als noch am Freitag. Ja, Freitag haben wir ein leichtes Kursplus gesehen. Da ging es 0,09% auf, jetzt nicht so viel. Es gab so ein paar Spekulationen letzte Woche schon auf steigende Goldpreise durch die EZB-Lockerung. Insgesamt eine, ja, gerade so positive Wochenperformance. Im Halbjahreschart, da sehen wir ein bisschen mehr. Da haben wir nämlich jetzt zuletzt wieder die 200-Tage-Linie nach oben hin überschritten. Also durchaus ein Kaufsignal generiert hier, charttechnisch, sind auch weiterhin oberhalb. Also wir können hier durchaus von einem nachhaltigen Anstieg sprechen über diese Marke. Wir haben ja auch zuletzt hier schon zweimal drüber geschaut, da war es aber lediglich zweimal ein Fehlsignal hier, Mitte Mai und Anfang Mai. Genauso war es auch im April, da sind wir einmal kurz drüber, dann gleich wieder direkt danach drunter gefallen. Davor hatten wir auch schon ein Verkaufssignal generiert. Also sehr oft in letzter Zeit hier die 200-Tage-Linie im Visier gewesen. Klares Kaufsignal hatten wir im Februar auch generiert schon. Also im letzten halben Jahr sehen wir hier auch, dass wir eine deutliche Seitwärtstendenz haben. Hält die vielleicht schon länger an? Das sehen wir im Jahreschart natürlich. Die Gold- und Edelmetallpreise insgesamt sind ja stark unter Druck geraten in den letzten 3 Jahren. Das sehen wir gleich im Dreijahreschart nochmal deutlicher. Aber ich will Ihnen hier nochmal zeigen, dass wir ganz klar nach unten hin diese Unterstützung hier haben im Bereich von 1230 etwa. Nach oben hin ist jetzt hier gerade der Kampf mit der 200-Tage-Linie mal wieder gewonnen worden aus der Oberseite. Ist jetzt die Frage, wie viel Luft nach oben ist. Natürlich müssen wir mal so ein bisschen hier in die Richtung der 1400-Dollar-Marke so langsam tendieren und dann mal wieder richtig nach oben einen Schwung aufnehmen zu können in diesem Bereich. Das Jahreshoch, das ist schon eine Weile her, 1417 Dollar. Das war letzten September, August haben wir das aufgestellt. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Das sind noch fast $100 hier je Feinunze, die wir da rausnehmen müssen. So, jetzt sehen wir mal diesen Verfall des Goldpreises im Dreijahreschart sehr, sehr deutlich. 1800 Dollar, über 1800 Dollar sogar noch vor 3 Jahren. Dann haben wir hier das massive Kaufsignal generiert, spätestens Anfang 2013. Seitdem ging es kräftig abwärts von 1700 auf 1200 Dollar. Also 500 Dollar je Feinunze Gold hat der Wert hier eingebüßt und dann hier aufgesetzt auf der Marke von 1200. Kurz drunter geschaut, das Jahrestief 1188 Dollar. Das notiert hier vom Ende 2013. Ja, seitdem macht man sich jetzt so ein bisschen auf, mal wieder hier steigende Goldpreise zu sehen. Aber doch eher ein langsamer Anstieg. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen mit Schwung über die 200-Tage-Linie rüberspringen könnten, dann wäre vielleicht mal wieder etwas Luft drin, charttechnisch gesehen zumindest nach oben. Klar, es gibt ja immer wieder diese Spekulationen, ob der Goldpreis vielleicht niedrig gehalten wird von den Zentralbanken. Dann kann natürlich ein Kleinanleger auch nicht großartig was ausrichten. Aber zuletzt haben wir jetzt wieder mal eine positive Tendenz gesehen hier, zumindest vom Goldpreis sehr kurzfristig. Dann schauen wir zu Einzelwerten. Wir schauen nämlich auf BMW, die Aktie heute im recht positiven Marktumfeld genauso stark im Plus 0,4%. Ja, Standortfrage fürs zweite Werk in Nordamerika steht bevor. Favorit ist weiter Mexiko. US-Markt hinter China bleibt die Nummer 2, also auch ein wichtiger Markt natürlich für BMW.